Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meiner Woche mit Büchern der Kalenderwoche 14. Ich bin diesmal extrem spät. Die Woche war gesät mit Terminen, weil meine Tochter gestern ihre Zahnspange bekommen hat und dann hatten wir drei Termine außerhalb der Arbeit dann noch und ich bin zu gar nichts gekommen. Und ja, ich zeige euch jetzt meine vier Bücher, die ich in der Kalenderwoche 14 geschafft habe. Und ich hole sie mir mal eben. Ich muss mal gerade gucken, wie die Bewertung war. Ich hatte ein 5-Sterne-Buch, ein 4-Sterne-Buch. Ne, zwei 4-Sterne. Ich fange einfach von vorne an. Meine Güte. Ich fange mal an mit dem Buch, was mich am wenigsten begeistern konnte. Und das war von Veit Etzold, Höllenkind, ein Clara Vidalis-Thriller. Es ist auch erst der zweite Clara Vidalis-Thriller, den ich gelesen habe. Ich habe die Reihe jetzt nicht wirklich verfolgt. Mir wurde das Buch nur unangefragt zugeschickt. Und ja, ich wollte der Reihe dann noch mal eine Chance geben. Aber irgendwie die Ermittler selbst finde ich eigentlich gut. Aber der Fall selbst konnte mich leider nicht begeistern. Es geht hier um einen Mord im Vatikan. Vielleicht ist das auch einfach nicht mein Thema. Aber ich fand es auch, es war mit Längen behaftet und dann die Auflösung kam dann aber so schnell. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Details erhofft, dass man das Ganze auch irgendwie verstehen und nachvollziehen kann. Es geht hier nämlich darum, dass, also zu Clara Vidalis erstmal, sie ist ja Ermittlerin und ist jetzt aber sozusagen zwangsbeurlaubt, weil da bei dem letzten Fall, da wird auch viel drauf Bezug genommen. Deswegen wäre es auch gut, wenn man den vorher liest oder hört. Ich gucke mal gerade, ob der hier steht. Das müsste Blutgott gewesen sein. Und da wird sehr viel Bezug drauf genommen. Und auf jeden Fall ist sie jetzt im Zwangsurlaub und fährt mit ihrer besten Freundin nach Italien und wird dann aber gleich kontaktiert von einem Mitarbeiter des Vatikans, dass es dort bei einer Hochzeitszeremonie in der Sixtinischen Kapelle zu einem Mord gekommen ist. Die Braut ist blutüberströmt, zusammengebrochen und keiner weiß, warum sie überhaupt geblutet hat. Also es gibt keine Wunden. Und ja, anscheinend hat sich Clara Vidalis da schon irgendwie einen Namen gemacht und der Kontaktmann, der sie kontaktiert, der hat halt in Deutschland und Italien seine Beziehung und bittet sie dann halt um Mithilfe. Und das macht sie halt, obwohl sie in Deutschland suspendiert ist. Ja, das fand ich schon alles ein bisschen komisch. Und ja, mich konnte der Fall auch nicht so ganz begeistern. Hat jetzt 3,5 Sterne von mir bekommen, aber ja, war jetzt kein Buch, was mich dazu bringen würde, die Reihe jetzt weiter fortzusetzen. Dann habe ich gehört, den Abschluss der Trilogie der Hebammensaga von Linda Winterberg, und zwar ein neuer Anfang. Hier geht es endlich weiter mit Edith, Margot und Luise. Wir sind mittlerweile in 1957 angekommen. Die drei sind jetzt keine jungen Hebammenschülerinnen mehr, sondern ja, schon Frauen im mittleren Alter, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und ja, es geht weiter mit neuen Hebammenschülerinnen dort in der Klinik. Und zwar lernt man dann Helga, Jule und Marion kennen und die drei haben wieder so ihre eigene Geschichte. Es geht natürlich wieder viel um Geburten, um Schicksale, um auch um Liebe, halt das Übliche, aber wieder toll verpackt. Es konnte mich jetzt nicht mehr ganz so begeistern wie die ersten beiden Bände, aber es hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Ist ein toller Abschluss der Trilogie. Ich bin auch ein wenig traurig, dass man hier von den Charakteren Abschied nehmen musste. Und ja, ich hoffe, Linda Winterberg schreibt bald eine neue Trilogie oder Einzelband oder was auch immer.
aber am besten im historischen Bereich. Das gefällt mir bei ihr immer sehr gut und kann ich euch absolut empfehlen. Dann habe ich einen Auftakt einer neuen Romance-Trilogie gelesen, der etwas spezieller ist vom Thema, und zwar Not Your Type von Alicia Z oder Z aus dem Knauer Verlag. Das Cover finde ich auch sehr gut. Ist erschienen für 12,99 €, hat 4 Sterne von mir bekommen. Hier war ich auch hin und her gerissen zwischen 3,5 und 4 Sterne. Denn ja, es ist für mich langen Teilen nichts passiert. Aber zum Schluss konnte es mich dann doch wieder mehr begeistern. Es ging hier auf jeden Fall um die 20-jährige Studentin Marie. Sie ist in ihren stillen Kommilitonen Finn verliebt. Und auch Finn hat eigentlich Interesse an Marie. Aber Finn ist ein absoluter Außenseiter und möchte auch irgendwie mit niemandem Kontakt haben. Warum das so ist, erfährt man dann später in der Geschichte, denn er hat ein Geheimnis, wo man dann hinterkommen kann, wenn man, ich sage jetzt mal, näher mit ihm befreundet ist. Dann mischt sich aber ein Mitstudent in sein Leben. Ich muss mal gerade noch gucken, wie er hieß. Der sie auf jeden, ich meine June, der ihn auf jeden Fall dazu bringt, etwas mit ihm zu unternehmen, und der überredet ihn dann auch mit auf einen Roadtrip nach Italien zu kommen. Ja, und er sagt dann zu, denn sein Therapeut drängt ihn sowieso dazu, mehr Kontakt mit seinen Mitmenschen aufzunehmen. Und so sagt Finn dann schweren Herzens zu und entdeckt dann bei Antritt der Fahrt, dass Marie mit von der Partie ist. Ja, und wie das so ist, kann man sich denken, dass die beiden sich näher kommen. Bloß Finn hadert halt mit seinem Geheimnis. Und ja, es kommt dann auch zu einem kleinen Eklat. Und wie das Ganze dann weitergeht, müsst ihr natürlich selbst lesen. Mir hat es gut gefallen, aber ich habe hier wirklich zwischendurch umgezwitscht aufs Hörbuch, weil es mir einfach nicht voranging. Und da komme ich beim Hören immer besser mit klar als beim Lesen. Es hat jetzt aber dennoch 4 Sterne von mir bekommen, weil ich finde, es ist ein interessantes Thema, auch wenn ich damit nichts zu tun habe. Aber ja, auch ein Thema, was nicht totgeschwiegen werden sollte. Und ja, 4 Sterne von mir für Not Your Type. Es erscheint jetzt auch schon bald der zweite Teil, Maybe Not Tonight. Und was ich bloß ein bisschen komisch fand, die Triggerwarnung, die steht am Ende des Buches. Das bringt einem dann natürlich nicht mehr ganz so viel. Das soll dann natürlich nicht spoilern, aber wenn man das Buch durchgelesen hat, dann bringt einem die Triggerwarnung ja auch nichts mehr. Ich meine, in meinem Fall war das nicht nötig. Aber das kam mir so ein bisschen komisch vor. So, das war das. Und dann habe ich noch ein Buch für euch. Und das war so, sage ich jetzt mal, das Highlight für mich in der Woche. Und zwar der vierte Teil der Reihe Kalifornische Träume von Manuela Inusa, Erdbeerversprechen. Das Ganze ist im L'Ovalet Verlag erschienen für 10 Euro und hat mir sehr gut gefallen. Ich muss ja sagen, der erste Teil war so ein 4-Sterne-Buch für mich. Der zweite Teil, Orangenträume, den fand ich auch toll. Der dritte Teil war, glaube ich, Mandelträume oder Mandelglück. Das hatte auch 4 Sterne von mir bekommen. Und der vierte Teil, Erdbeerversprechen, jetzt wieder 5 Sterne. Es scheint immer sich so abzuwechseln. Aber diese Geschichte war wirklich so ein Wohlfühlroman. Es hat sich fast wie so ein Sparks lesen lassen, muss ich sagen. Es ging hier um Amanda. Sie hat mit ihrem Mann zusammen schon viele Jahre eine Erdbeerfarm nahe Carmel by the Sea verbracht. Aber ihr Mann Tom ist vor 18 Monaten verstorben. Und seitdem hat sie auch so ein bisschen Probleme mit ihrer Tochter Jane zurechtzukommen, denn Jane scheint ihr irgendwas vorzuwerfen, was sie nicht so greifen kann.
Und Amanda lernt dann aber in einer Selbsthilfegruppe, zu der sie sich schweren Herzens entschließt, einen jungen Witwer kennen namens, ich habe letztes Mal schon überlegt, wie hieß er denn noch? Calvin. Ja, und die beiden verstehen sich auf Anhieb gut. Calvin hat auch eine Tochter in Amandas Alter und noch eine jüngere Tochter. Und bei ihm ist die Frau halt verstorben. Und ja, die beiden nähern sich so langsam an, was natürlich auch wirklich vorsichtig passieren muss, da die Töchter ja auch noch jeweils mit dem Verlust des anderen Elternteils zu kämpfen haben. Es geht hier natürlich viel um Erdbeeren, um Farmen und um nach dem Tod des Partners auch finanziell über die Runden zu kommen. Also ich kann hier nur eine klare Leseempfehlung aussprechen. Ich hätte es auch gerne gehört, aber das gab es noch nicht als Hörbuch. Die anderen habe ich nämlich alle gehört. Aber es ließ sich sehr locker lesen. Ich habe ja schon gesagt, es hat so ein bisschen Sparks-Feeling gehabt. Und ja, hat mir wirklich gut gefallen. Kann ich euch absolut empfehlen. Ja, die Kalenderwoche 15 geht nur noch bis morgen. Also heute ist Samstag, der 17. April. Und bisher habe ich leider erst zwei Bücher beendet. Wie gesagt, die Woche war wirklich stressig. Aber ich versuche jetzt am Wochenende noch ein bisschen zu schaffen, denn ich hinke immer noch mit meinen Rezensionsexemplaren hinterher. Da war im Februar, März, war so viel auf einmal eingetrudelt, dass ich da irgendwie nicht mehr ganz hinterhergekommen bin, aber ich bin dabei. Und ja, wie war denn eure Lese- und Hörwoche? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.